Minecraft Astropolis ist ein Modpack, in dem man allein auf einem Asteroiden startet. Es gibt keine Bäume, keine Tiere, kein normales Essen, nichts. Nichts wirklich bis auf diesen Stein. Das Ziel ist es, mit futuristischer Technik und etwas Köpfchen durch das Weltall zu reisen und zurück zur Erde zu kommen. In der heutigen Folge vervollständigen wir die ersten Technikquests und danach schmelzen wir sogar unsere ersten Rohstoffe. Sollte euch dieses Video gefallen, vergesst bitte nicht, einen Daumen nach oben zu geben und abonniert den Kanal, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Über Feedback in den Kommentaren würde ich mich wie immer sehr freuen und jetzt ganz viel Spaß mit der zweiten Folge Astropolis. So Leute, da sind wir wieder. Willkommen zur zweiten Folge Astropolis. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei dieser Folge ein Intro gab. Ich denke aber mal schon. So, ich muss jetzt erstmal selber gucken, wo wir hier stehen geblieben sind. Wir haben ja gerade angefangen, Holz zu generieren, ne? Ey, was hier genau mit dem Dünger passiert, wenn er gleich leer ist, weiß ich nicht. Können wir mal gucken. Ach genau, ja, ich versuche das rüberzuleiten. Ja genau, also die Aufnahme ist jetzt ein paar Tage her. Deswegen nicht wundern, dass ich nicht mal alles hundertprozentig weiß. Aber ich weiß, dass wir jetzt hier im Woodtech drin sind. Ja, Logs haben wir hinbekommen. Resource Generator 2. Jo, das klingt doch gar nicht mal schlecht. Das heißt, Logs und Planks und ein paar Chests. Dann können wir uns den ja schon mal machen und gucken, was der bringt. Wie mache ich denn Planks? Wahrscheinlich so wie sonst auch, ne? Da hat sich jetzt wahrscheinlich nichts dran geändert. Huch. Okay, dann packen wir mal die ganzen Leaves erstmal hier rein. Die werden wir ja nicht so brauchen. Ah, geil, Alter. Okay, dann haben wir jetzt Planks. Dann machen wir uns erstmal einen Resource Generator 2. Ich muss mal gucken, wie ging das denn hier mit den Asteroidblöcken? Ach ne, wir haben ja genug Planks, ne? War ja, glaube ich, einfach nur die Sticks und außenrum Asteroid-Steinte. Yo. Hier Logs, glaube ich. Dann hier die Planks. Die Dinger natürlich weg. Okay. Ist die Frage, was macht der böse Junge denn jetzt? Dadurch, dass der nur verbessert ist, gehen wir davon aus, der macht das einfach schneller. Oh ja, der macht gar nichts, wenn ich da drauf klicke. Was soll das denn jetzt? Kann ich da nichts reinlegen? Hol hier mal den ganzen Bums raus. Machen wir das erstmal hier rein. Was hat's denn jetzt damit auf sich hier? Naja, irgendeinen Sinn wird er bestimmt haben für später. Okay, Sticks, Item Pipes. Boah, bin gerade voll überfordert. Ein Smoker, Holzkohle. Wo gehen wir denn jetzt als erstes hin? Was ist denn überhaupt das Ziel hier von Engineers Workbench? Okay, Kupfer und Zinn. Ich denke mal, das ist das Ziel für diese Folge. Ich glaube, wenn wir das durchhaben, das würde erstmal eine Menge dauern. Okay. Was sollen wir machen hier? Sticks, Functional Storage. Wie macht man das? Okay. Einfach nur Planks jetzt erstmal benutzen. Können wir ja mal gucken. Okay, wir machen Sticks. Dann machen wir eine Kiste. Am besten gleich nochmal mehr Holz. Und dann, ja, einmal. Chest? Oh, Chest. Okay. Nochmal hier so ein Ding. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen hier was abgeschlossen. Okay, Chest haben wir erledigt. Jetzt haben wir Wooden Hopper. Basic Item Transport. Achso, jetzt kann ich dann wahrscheinlich solche, solche Pipes machen, wo dann Items durchgesaugt werden. Okay, ist einfach nur Planks und eine Kiste, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und eine Item Pipe, Bricks und Chests. Oh Gott, sind die teuer. Ist aber
alles machbar. Dann machen wir erstmal hier eine Item Pipe. Und einen Hopper, damit wir das auch gleich schon mal haben. Konnte ich da gerade eine Holzschere machen? Habe ich das richtig gesehen? Wie soll das funktionieren? Die gute alte Holzschere. Ich habe so viel Scheiß hier im Inventar, Mann, das nervt mich total. Die kann erstmal hier rein. Clay könnte ich nochmal durchbraten. Wasser brauche ich gerade nicht. So, was macht dieser funktionale Storage? Oh wow. Hey, gib mir meinen Hammer wieder. Ja, weiß ich jetzt nicht, was der mir bringt. Genau, den Clay lassen wir erstmal durchbraten. Dann sollte ich wahrscheinlich nochmal einen extra Ofen machen, nur für Holzkohle. Ich denke mal, so kann man mal ein bisschen Treibstoff hier machen. Ach so, ja, der ballert hier den Fertilizer durch. Macht der noch? Ja. Oh Mann, ey. Wie viel Wasser haben wir noch? Wasser sieht noch genug aus. Ich wünschte, das Ding hier hätte mal ein bisschen mehr Power. Ist halt die Frage, was mache ich hier mit diesen Ressource-Generatoren? Ja, ich brauche auf jeden Fall einen zweiten Ofen. Das sollte, glaube ich, schon mal sehr wichtig sein. Damit ich schon mal richtig Holzkohle ballern kann. Das ist ja auf Infinite machen. Den Rest hier lassen wir nochmal durchtrocknen. Wer weiß, wie viel Kies ich irgendwann nochmal brauche. Ja. Genau. In den Ofen muss ich dann wahrscheinlich erstmal was anderes reinmachen. So, dann feuere ich jetzt erstmal hier das ganze Holz durch. Was gehen wir jetzt als nächstes? Achso, Holzkohle. Ja, klar. Und dann machen wir erstmal hier oben, bis wir hier unten weitergehen, würde ich sagen. Das heißt, wir machen jetzt einen Framed Drawer. Mit Mini-Holzkohle. Und einer Chest, okay. Ja, okay, dann heißt, wir müssen jetzt erstmal auf Holzkohle warten. So, haben wir das schon mal laufen. Jetzt die Frage, kann ich auch Leaves als Dünger benutzen? Das wäre auch wahrscheinlich ein bisschen OP. Wie viel Knochen habe ich denn noch? Und wo habe ich den nochmal herbekommen? Echt viele. Wahrscheinlich nur aus den Chests, ne? Dann hauen wir erstmal hier rein. Jo. Holzkohle. Mini-Holzkohle. War das auch schon mal erledigt? Okay, dann machen wir jetzt den Custom Drawer. Was auch immer mir der bringt. Aber da kann man ja anscheinend auch nur Items reinpacken, ne? Da habe ich jetzt 6 Bone Meal. Das heißt, ich kann auch hier... Ach, da kann man 2K reinmachen. Jetzt? Ja, wahrscheinlich holt man die da alle einzeln raus, ne? Warte mal, kann ich hier immer so? Ach so, das ist quasi die Seite, wo man... Hä? So, da packt man was rein. Aber hier an den anderen Seiten kann man... Okay. Ach so, kann man die dann noch verbessern oder so? Uff, ja, okay, also da kann man dann wahrscheinlich mehr von einem Item einfach reinpacken. Ja, interessant zu wissen, okay, interessant zu wissen. Configuration Tool, achso, das geht jetzt wahrscheinlich alles hier, um dann richtigen Storage zu machen. Ah, okay. Allows you to lock drawers, show or hide drawers, counts, show or hide upgrades, okay. Einfach so ein Ding, womit man alles da machen kann. Das ist ja teuer.
Aber eigentlich auch nicht, weil es nur Holz ist. Das brutzelt hier schön durch. Perfekt. Können wir das hier gleich nochmal erhöhen. Junge, das ist ja eigentlich nur gecraftet hier am Anfang. Wir brauchen ein paar mehr Chests. Bei Chests. Oh, ich habe zu wenig Kohle, oder? Diese. Dann machen wir das jetzt nochmal so. Dann war das ja so, ne? Wie auch immer das funktionieren soll, aber egal. Okay. Was habe ich jetzt gelockt? So, der hat echt nur eine Seite da, die offen ist. Okay, was man jetzt damit sonst macht? Krieg ich jetzt nicht so. Sneak plus right click in the air to change modes. Ah, okay. Hide show amounts. Add some renders. Weißt du was? Ah. Okay, komisch. Okay. Naja, wird uns vielleicht später noch was bringen. So, Storage Controller. The Heart of Your Draw Network. Alter, what the fuck, Alter. Denk mir, oh, ich bin reich, Mann. Habe ich noch Glas? Ich meine, ich hätte noch ein bisschen Glas gehabt. Yes. Und sonst nur Asteroidenblöcke, die habe ich ja, glaube ich. Ne, die habe ich nicht. Und dann nehme ich die Fresh hier raus. Glas. Storage Unit. Und die Dinger. Und schon haben wir dann Storage Controller. Und dann noch ein Compacting Drawer. If a recipe can be crafted and uncrafted, this drawer will provide both outputs. What the fuck, Alter? Ich check's nicht, aber er will meinen Hammer. Und wenn er meinen Hammer will, dann gebe ich ihm meinen Hammer. Okay. Ich habe echt Angst vor diesem ganzen Gedöns hier. Jetzt brauchen wir noch das Linking Tool. Noch so ein Ding. Oh Mann, ey. Okay, wir brauchen nochmal 3 Chests. Reicht natürlich wieder nicht. Oh, süß. So, dann machen wir das wieder so. So, 3 Chests. Dann ein bisschen Mini-Kohle. Warum auch immer Mini-Kohle? So, dann haben wir jetzt die Frames. Und die Frames waren jetzt nochmal so. Ey, Mann, das ist ein... Habe ich das Recipe dafür vergessen? Achso, nochmal 3 Kohle, okay. Was auch sonst? Okay, was haben wir jetzt hier? Linking Tool. Links to draw to a controller, sneak plus right click in the air to change modes or to clear frequency. Okay, ich würde mal sagen, wir meinen jetzt hier erstmal hier ein bisschen was weg und dann machen wir hier eine schöne Storage Area hin. Nochmal hier eine kleine Fläche. Und jetzt habe ich keine Ahnung, wie ich das hier richtig machen will. Also wir haben ja einen Storage Controller. Dann würde ich mal sagen, packe ich den mal. Was ist das ungerade? Packen wir den mal hier hin. Was macht der Compacting Drawer nochmal? Okay, nichts, was ich jetzt verstehe gerade. Dann packen wir ihn einfach mal daneben. Okay, hier kann ich schon mal nichts machen. Links a draw to a controller. Das ist unser Controller und das ist unser Draw. Das heißt, Sneak und right click in the air. Oh ne. Wir sind ja wahrscheinlich jetzt im richtigen Mode. Controller configured. Okay. Remove draw. Der ist wieder dran. Okay. Willst du nur einmal stehen haben? Was denn jetzt?
Ach so, Linking Action Remove. Der Controller ist noch derselbe, okay. Multiply. Single. Nee. Ach, Ed. Ach so. Ah. Fucking hell. Okay, und jetzt? Was geht jetzt hier ab? Wie kann ich denn jetzt mit der Control-Einheit irgendwas machen? Mit was für einem Ding kann ich denn jetzt hier was machen, Bro? Hä? Ey, gib mir meine Blöcke wieder. Ja, okay, keine Ahnung, das existiert jetzt, Jungs. Den müssen wir mal gucken jetzt. Okay, egal. Das steht schon mal. Machen wir mit dem Smoker weiter. Smoked Items. Ja, let's go, Alter. Brauchen wir ein bisschen Holz und einen Ofen. Haben wir ja alles da. Dann lasst uns mal ein bisschen Holz smoken. Nee, gar nicht. Ein bisschen Kobbel. Dann machen wir einen wunderschönen Ofen und dann machen wir den Ofen in einen Smoker. Zack. Jetzt stelle ich den Smoker mal hier hin. Und mit Smoke machen wir Asche, okay. Weiß ich jetzt nicht, was mir uns Asche bringt, aber wir machen mal ein bisschen Asche. Machen wir hier noch mal ein bisschen Holzkohle. Und dann gucken wir mal. Ascheblöcke, okay. Ja, also was sich jetzt hier mit auf sich hat? Achso, 6x Bone Meal. Ja, keine Ahnung, Mann. Wird sich wahrscheinlich schon irgendwie klären. Hey, wie machen wir Ascheblöcke? Oder Aschbricks. Meldet. Okay, einfach nochmal smelten. Dann gucken wir mal. Was kommt danach alles? Dann sind wir schon relativ schnell hier durch. Weiß nicht, da mache ich wahrscheinlich doch noch mehr für die erste Folge. Drawing Crystals kommt danach. Mining Belt, Venus, Moon, Mars. Oh, es geht ja gar nicht so weit. Ja. Space Markt. Corations Useful Items. Time in a Bottle. Irgendwas? Sound of Money? Ah, okay. Ja, lassen wir erstmal die Finger von. Okay, wir haben jetzt Ash Bricks. Damit machen wir genau ein Coke Brick. Okay, 3x3x3 brauchen wir. Das heißt, ich muss auch noch ein bisschen Asche smoken. Ist ja mal gar nicht mal so wenig. Und wie machen wir den Coke Bricks? Bisschen Clay und Sandstein. Ist ja gar nicht aufwendig, Mann. Habe ich noch Sand? Ach ja, Sand war, wenn man Kies trocknet, ne? Das ist schon heftig, Mann. Wie war das jetzt nochmal? Hier Clay, hier Asche, Bricks und Sandstein. Okay, das kriegen wir hin. Ich würde jetzt gern wissen, was man mit den Item Pipes halt zum Beispiel macht.
Oder könnten wir jetzt mal gucken, ob ich vielleicht das Zeug von da dann direkt hier reinkriege schon mal. Das wäre auch schon mal ein Anfang. Es sieht so aus, als würde das nicht funktionieren. Muss das zwangsläufig nach oben? Da liegt es jetzt an dem Ausgang. Wir können ja noch ein bisschen hier rumfriemeln jetzt in der Zeit. Wird jetzt abgesaugt? Nee. Das ist Ausgang, ne? Hey, was denn jetzt? Da wurde was weggesaugt. Das hängt jetzt im Hopper drin. Ja, ohne Witz, jetzt saugt er das raus hier. Geil. So, wie viel haben wir denn jetzt hier durchgesmoked? 16 Stück. Ganz entspannt. Das heißt, wir können auch jetzt mal wieder ein paar mehr Bricks machen. Jetzt geht uns aber der Sandstein aus. Das ist natürlich eine ganz widerliche Nummer. Aber das dürfte doch jetzt fast schon reichen, oder? Oh, das reicht sogar schon. Perfekt. Okay, das ist jetzt der Coke-Ofen, oder nicht? Jetzt müssen wir einen Hammer da drauf benutzen. Gut, dass ich keinen Hammer mehr habe. Und scheiße, dass ich das jetzt hier in den Boden eingebaut habe, wie so ein Idiot. Da habe ich natürlich jetzt nicht dran gedacht. Okay, Stick. Ach so. Kann man jetzt einen Hammer nur mit einem besonderen Stick machen oder was? Der Holzstick, der fühlen die nicht. Okay. Bro. Oder brauche ich den anderen Hammer dafür? Ach so. Ja, okay. Auch den Hammer. Naja, ist ja kein Problem, ne? Muss man auch erstmal checken. Bumm. Oh! Junge, auf einmal hat er eine Öffnung. Ja, ja, ja. Oh Gott. Engineer's Manual. Manual, Junge. Treated Wood Planks mit Kreosot. Was auch immer. Wie denn jetzt Öl? Okay, ich glaube, jetzt geht's. Ja, jetzt lasse ich langsam los mit dem Mod. Oh Gott. Yo. Ach du Scheiße, Mann. Was? Resin und Duroplasten? Scheiße. Okay, Leute. Jetzt ist der Endgegner da. Guide for setting up all new machines. Okay, ja. Wires, alles, okay. Passt. Wenn ich was brauche, gucke ich nochmal rein. Treated Wood wäre jetzt das... Hä? EEE. Okay. Wir müssen ja Treated Wood, okay. Dann gucken wir uns auch erstmal Treated Wood an. Treated Wood is quite simply. Okay. Kreosot Öl. Mit. Warte mal. This process creates Öl. Ja. Burn wooden logs into charcoal. Okay. Also ich kann auch einfach wie im Smoker arbeiten und krieg daraus auch Öl. Okay. Habe ich gecheckt. Dann probieren wir das doch gleich mal aus. Also.
Könnte ich das mit den Pipes da auch in den Storage fahren lassen? Okay. Muss ich da nichts reinmachen? Ach, der braucht keinen Treibstoff. Der ist ja übel OP. Wo ist jetzt mein Öl? Ach, da! Und wie hole ich das da raus? Noch den Eimer? Kriege ich das auch mit diesem Keramikeimer raus? Yeah. Digga, ich habe einen Öleimer. Und damit muss ich jetzt die Woodplanks quasi einschmieren, oder was? Yes! Krass. Und damit kann ich eine Engineer's Workbench machen. Dafür brauche ich Eisen. Wie soll ich denn jetzt an Eisen rankommen? Scheiße. Okay, müssen wir erst nochmal weitergehen hier im Quest-Dings. Blast Brick. Blazed in 3x3x3 and using the hammer. Okay, Blast Furnace. Ah, okay. Cool. Brauchen wir Asche und Bricks und Flintblock. Okay, das sollten wir, glaube ich, noch haben, oder? Jo. Fett. Brauch noch einen Flintblock. Habe ich noch Flints irgendwo? Oder einen Flintblock? Wie hat man denn jetzt nochmal Flints gemacht? Aus Gravel, ne? Gab's da einen Trick mit dem Sieb, oder? Wie hat man die nochmal gemacht? Hier. Jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Und dann jetzt hier nochmal... Dingens gemacht. Flint. Da hat man die einfach hier irgendwie... Ah! Kann man einfach craften. Okay. Ach komm. Hier genug. Kies. Okay. Dann machen wir nochmal schnell einen Flintblock. Und dann machen wir... Glass Bricks, mein Gott. Wie viel brauche ich davon? Ich glaube, zweimal muss ich die craften. Oh, mein Inventar ist so voll, ey. Heieiei. 18 Stück. Dann setzen wir das mal genau daneben. Schade, dass das jetzt hier so hässlich ist. Aber was willst du machen? Lassen wir mal vorsichtshalber einen da raus. Nee, ich brauche sogar noch mal welche. Das heißt, ich brauche sogar noch mehr Flints. Mann. Das hält ja kein Mensch hier aus, wie viel Zeug ich brauche. Okay, dann ballerst du dich nochmal da durch. Ich glaube, das hier macht ja sowieso keinen Unterschied, wie viel Strom da rauskommt. Hau ich den Flintblock mal raus hier. Ja. Absolut kein Unterschied. Dann nutzen wir den jetzt gerade mal. Machen hier nochmal die letzten Blast Bricks. Leider haben wir dann jetzt... Ach ne, geht genau auf. Und boom! Hier können wir jetzt, glaube ich, einfach irgendein Zeug reinlegen und das schmelzen. Und da kommen dann, glaube ich, vielleicht sogar Nuggets raus, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Haben wir vielleicht unser erstes Eisen mal. Kommt da immer nur Kupfer raus? Okay, Kupfer und Zinn. Ah,
Aber wie mache ich denn dann Eisen? Da gibt es ja auch wieder irgend so ein Ding. Oder wie komme ich an Eisen? Das habe ich jetzt noch nicht so ganz gepeilt. Okay, dann machen wir erstmal hier einen Kupferbarren. Jo. Wie kommen wir jetzt an Eisen? Ich kann da einfach Cobblestone reinschmeißen oder so. Boah. Nee. Deep Slate? Nee. Basalt? Nee. Greenstone vielleicht? Ein bisschen Zinn. Wo ist er denn? Hä, wo ist mein Greenstone? Da. Hä? Made inside the Blast Furnace, ja. Wo ist denn der? Digga, was bist du denn, ey? Da sind wir noch weit von entfernt. Haben wir hier irgendwo ein Blast Furnace? Ah, da. Tatsache. Ach, aus Andesit, Junge! Wie soll man denn da drauf kommen? Boah, Mann, ich gehe hier verloren, ey. Wie mache ich denn jetzt nochmal Andesit? War doch Cobblestone mit Clay oder so, ne? Oder Gravel? Können wir Andesit machen? Ne. Ah, jetzt muss ich auch noch nachgucken, wie man den Scheiß macht. So, aus den Steinchen nur. Ja, muss ich ein bisschen Cleanstone kaputt hauen. Wie uncool. Man denn jetzt hier nochmal die kleinen Steine? Was ist das, wenn ich Kobbel kaputt hau? Da brauche ich dafür eine Spitzhacke. Mann, ey, das ist länger her als gewollt. Das ist so ein Krampf. Ohne Witz. So, ein Sticks. Dann gib mir mal bitte... Das ging nicht, ne? Nee, schade. Ach, wo sind denn die ganzen Asteroidblöcke, wenn man sie mal braucht? Ich habe so viel Scheiß in der Tasche, ne? Du kannst mal weg, du kannst mal weg. Den Schissel brauchen wir eh nie. Ach, doch jetzt kann ich eine Stone Pickaxe machen. Jetzt krasser oder nicht? Aber da kommt doch jetzt auch keine Steinchen raus. Da kommt doch jetzt wahrscheinlich normales Zeug raus, oder? Ey, Mann, wie macht man denn nochmal diese kleinen Steine? Ach so. Huch. Ich dachte, die kommen nur aus Cleanstone raus. Da war ich jetzt gerade ein bisschen lost. Dann haben wir doch jetzt genug. Oh, man. Oder haben wir genug? Jetzt mit Sicherheit. Und jetzt finde ich die hier wahrscheinlich auch, ne? Ja, da sind's. Ach, Digga, komm, lass mich doch in Ruhe, Alter. So eine Scheiße, ey. Och, Mann. Ist das kacke. Ja, komm, knall den Scheiß hier rein, ey. Ich hab's mir gerade gedacht, ohne Witz. Naja, was soll man machen, ne? So, hier ist gut Öl drin. Kurz mal abzapfen. Was ist, wenn ich jetzt hier Öl reinkippe? Würde mich
Oh nein. Ah, so kann man das Ding drehen. Interessant. Auch wieder was gelernt. Wo kommt der Sand hierher? Egal. Das farmt auf jeden Fall hier schön. Echt entspannt. So, da haben wir doch auch ein bisschen den Nuggets. Eins brauche ich noch. Komm, her damit. Okay. Jetzt ist die Frage, Freunde, wie machen wir Eisen? Wie machen wir Eisen? Muss das Eisen sein? Und was ist das hier alles? Oh, holy shit, ey.